Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Funkabgrund und das hier ist Dishonored. Ja, wie ihr sicher gemerkt habt, ich bin ein kleines Stück weiter. Bei der letzten Folge gab es auch keine Verabschiedung. Das lag daran, dass meine Platte voll war und ich es nicht gemerkt habe. Ja, was ist passiert? Nicht viel. Ich bin an diese Kette hochgeklettert, wurde angegriffen, hab die alle niedergemetzelt. Oh, hier haben wir Geld. Dann bin ich da oben in diesen Gang hier reingekommen, wo diese ganzen Fässer sind. Und das war so ein kleiner Parcours, da konnte man so hochklettern an den Fässern. Und da oben war dann eine Rune, die habe ich geholt. Und mehr ist auch nicht passiert. Also ich hatte kurz danach... Lol. Upsala. Ich habe kurz danach die Aufnahme beendet. So, hier haben wir eine Springmine. Ein Gesundheitselixier. Was haben wir hier? Elixierkunden. Nächste Lieferung. Ah, sieh an, sieh an. Okay. Aha, die müssen also noch zahlen. Na ja, gut. So, ich muss mal meine Maus, glaube ich, ein kleines Stück wieder schneller machen. 1600 DPI. Ja, das ist schon wesentlich besser. So, leere Flasche, Laborgeräte, Flasche, leeres Elixiergerät. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Da... Wir müssen wahrscheinlich hier uns so ein Teil nehmen. Genau, da reinmachen. Und dann befüllen. Selbstgebrautes Elixier vergiften. Achso. Ah, wir hätten uns doch vorher noch was... Naja, gut, okay. Was selber machen können. Und jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück, oder? Sehe ich es richtig? Nö, falsche Taste. Leute, ich weiß die Steuerung gar nicht mehr. Ah, jetzt habe ich einen Trank genommen. Ach, J war es, genau. Neutralisiere Oberaufseher Campbell. Finde Emily. Hauptaufgaben optional. Verschone den Hauptmann Kurnoff. Ja, genau, das haben wir schon gemacht. Finde Emily. So, ich glaube, jetzt haben wir das aktiviert. Destilliebezirk? Nö. Ich weiß es nicht mehr. Achso, wir konnten ja... Genau, hier herunterschleichen. Hier haben wir einen kleinen leckeren Arm. Yummy, yummy, yummy. Und ich habe schon wieder vergessen, die Uhr zu stellen. Das machen wir natürlich mal ganz schnell. Und Start. Zack. Metallschrank öffnen. So, was haben wir hier oben? Interessante Werkzeuge. Du bist ja schon wieder da. Ja, den sollten wir vielleicht mal... Siehst du, ich gehe hier schon wieder ohne aufzupassen links. Ja, da wären wir nämlich abgeschossen worden, wären sein. Mhm. Ach ja, genau, was ich noch gar nicht erzählt habe. Wie ihr sicher merkt, ja, ich habe eine andere Stimme. Das liegt daran, dass ich gerade mit dem Mikrofon Trade aufnehme. Ja, ich überbrück damit eine kleine Zeit, denn ich habe mir ein neues Headset bestellt, und zwar das Logitech G35, und das wird, ich weiß gar nicht, wenn die Folge rauskommt, lasst mich kurz überlegen, dann müsste das heute oder morgen ankommen. Okay. Achso, ja, jetzt sind wir wieder hier. Hier müssen alle tot sein, ja. Explosive Flasche. Cool.
Ja, die schnarchen wieder vor sich her. So. Dann können wir noch hier hoch. Ah, siehst du, da hätten wir auf die Abflussrohre und so klettern können. Na gut. Ist hier noch irgendwas? Achso, können wir gar nicht. Ja? Upsala. So, Kupferdraht. Jawohl. Was haben wir hier noch? Einen Helm. Essen ist auch gut, können wir gebrauchen. Hemlock Essenz. Die gibt Geld, was auch immer das ist. So, was haben wir? Ein Schraubendreher. Leere Flasche, leere Rezept für Craxton. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf. Ein Teil von Sokolos Elixier, ein Teil Bienenwachspaste, zwei Teile Zuckerwasser. Und das war's. Ja. Was ist das? Ach du meine Güte. Es ist wieder so ekelhaft. Mmh, yummy, yummy, yummy. Oh, herrlich. Du bist auch schon wieder da. So, was haben wir denn? Achso. Können wir ja hochdrehen. Ups. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Können wir hier irgendwas drunter stellen? Du nervst. Nee, können wir nicht. Lol, falsche Taste. Ich will nämlich wissen, was dahinter ist. Lol, jetzt hängen wir hier fest. Jawohl, haben wir es durchgeschafft. Das ist doch schön. So, erstmal einen Apfel hier essen. Was haben wir hier? Ein Beutel. Was haben wir hier noch? Ein Mana-Elixier und Kugeln. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Mittagsschrank. Eine Granate. Sehr schön. Noch eine Granate. Verarbeitetes Walöl. Und wieder Essen. Das ist sehr gut. Ja. Granaten, das ist doch schick. Das freut mich. Achso, jetzt sind wir wieder... Guck mal, ist hier noch irgendwas anderes? Nein. Ja, wir bleiben jetzt hier auf der... Können wir das abschalten? Nein. Schade. Ich dachte, wir könnten uns jetzt so fallen lassen. Generalschlüssel. Haben wir den etwa nicht? Na gut. Danke. Dann haben wir das geschafft. So, einmal durchluschern. Kommt da jemand? Nein. Jetzt nach da oben. Zack. Und jetzt nach hier oben. Ist hier noch irgendwas? Haben wir hier irgendwas? Eine Rune vielleicht? Nein, gar nichts. Okidoki. Lalala. Das ist echt unser Lieblingsweg hier über die Abflussrohre. Oh, was haben wir da? Eine Pistole. Noch eine Granate. Sehr schön. Ja, lohnt sich.
sich hier umzugucken. So, das wollte ich sagen. Sagt er? Ach so, ja, ich wollte ja Sound. Sprachlautstärke noch ein bisschen lauter. Ich glaube, dann hört man das besser. Was die hier für dummes Zeug labern. Ach ja, der altbekannte Weg über die Abflussrohre. Jo, danke. Und da haben wir noch was. Explosive Flasche, Heilkräuter können wir kaufen. Nein, das machen wir nicht. Dann ziehen wir ja wieder die ganze Aufmerksamkeit auf uns. Und das wollen wir nicht. Wir würden gern in die Bottle Street zurückkehren. Ja, das war ja relativ einfach im Destillierbezirk. Und hupsala. Ein kleiner Frame-Einbruch. Oh, was haben wir hier? Heilkräuter. Betäubungsbolzen. Ich kann keine weiteren aufnehmen. Stopp. Um, um, um. Ein kleiner Rattenspieß. Quatsch. Das hier wollte ich. Ja, hier ist doch keiner in der Nähe. So, wo müssen wir hin? Zur Lichtwand? Nein, da wollen wir nicht hin. Wir gehen erstmal hier hinauf. Müssen wir da jetzt hin? Neutralisiere, benutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Finde Emily, ja, optional verschone ihn. Ja, also müssen wir da wahrscheinlich hin. Hallo? Ist jemand zu Hause? Nein, ist niemand. Ja, ich würde sagen, ja, dann gehen wir da mal auf dieses Abflussrohr. Wo kommen wir denn hier hin, wenn wir hier reingehen? Ah, da haben wir doch. Oh. Kabelwerkzeug. Deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Manipuliere Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme wirken gegen deine Gegner anstatt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Sehr schön. Juwelenkästchen, Betäubungspfeile. Gut, gut. Was haben wir hier stehen? Ich kann es nicht lesen. Hallo? Was ist das hier? Also wir können nichts nicht anmachen. Oh, was steht hier? Bottle Street Boys. Oh ja, nicht die Backstreet Boys, sondern die Bottle Street Boys. Oh hier, eine kleine Melone. Gut, dann können wir zur Lichtwand. Ja, dann würde ich sagen, mal gucken, ob wir das ausprobieren. Mit dem Kabelwerkzeug, das zu manipulieren. Das wäre natürlich lustig. Kann man machen. Das ist ja praktisch, dass ich überall einfach mal so raufschlage. Sonst hätte ich das ja nie bemerkt. Achso, wir müssen jetzt nach da hinten. Wie machen wir das denn am besten? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich auch leider nicht aus. Jetzt sind auf jeden Fall die Ratten da unten weg. Das freut mich, ja. Ah, ist hier eine Tür? Komme ich hier rein? Nein, komme nicht. Was ist denn da hinten? Da hinten... Da können wir nirgendwo durch.
Ich wollte jetzt ungern... Könnte das dieser Typ sein, den wir verschonen sollen? Ich weiß es nicht. Betäubungspfeile bitte. Wir gucken erstmal in der Nachtsicht. Hier ist keiner in der Nähe. Lol, ich bin zu dumm. Sehr schön. Achso, das war sowieso ein Schläger. Okay. Macht nichts. Den hätten wir also auch erwürgen können. Aber gut, das wäre ja ein bisschen schwierig geworden. Der hat uns ja bestimmt gesehen. So kalt wie die Hand eines Walfängers. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20. Und zwei Elixiere. Sah mir nach 25 aus. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Bu. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Haha. Das ist sehr gut. Jetzt prügeln die sich erstmal selber. Lol. Irgendwie vorbei. Ich stech dich ab und werf dich in den Fluss. Blute. Ich stech. Okay. Und diesen Kerl. Stirb, elender Bastard. Eieiei. Ja, das war ja schlecht, dass die uns entdeckt haben. Ja. Dann nehmen wir mal kurz hier eins. Na toll. Aha, Rüstung des Herzens. Da ist eine Rune in 20 Metern. Das ist doch cool. Ich mag... Sag mir doch noch mal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottle Street dich überfallen. wo war das? Ach, da unten drinnen. Machen wir das so. Schaffen wir es uns da gleich rein teleportieren und ihn zu erwürgen? Ich weiß es nicht. Das ist natürlich cool. Ja, bla bla bla, eine konfiszierte Rune. Meine Ratten. Fressen die jetzt gar nicht, ne? Na gut. Ach so, ich würde sagen, wir rüsten die erstmal aus. Wir gucken, was wir machen können. Crafter. Wir haben eine Rune, leider nur. Upsala. Das bringt uns herzlich wenig. Schade. Aha, Moment mal. Wir können doch bestimmt...
stimmt. Nachtsicht. Hier ist schade, hier ist keiner in der Nähe. Ich dachte, sonst hätten wir hier das abschießen können. Upsala, falsche Taste. Ah, sehr gut, jetzt können wir. Irgendwas stimmt. Hier ist der. Fuck! Scheiße! Warum bin ich auch immer so dumm? Scheiße. Ja, das war wohl nichts. Lol. Ja, jetzt ist hier nämlich auch keiner mehr. Oh, da habe ich ja wieder Scheiße gebaut. Sicherheitsschalttafel öffnen. Ne, die brauchen wir ja nicht mehr machen. Oh. Da ist doch noch einer. Ich kann dich sehen! Aber obwohl, wir könnten ja... ich würde sagen, wir manipulieren diese Alarmglocke in der nächsten Folge. Bis dahin... auf Wiedersehen, würde ich sagen. Tschüss.